Super, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr und mein Team freut sich auch sehr, dass wir heute einen vollen Saal haben. So, was erwartet Sie heute? Um was geht es? Es geht um die 5 kritischen Erfolgsfaktoren im Vertrieb, in der Neukundengewinnung. Also aus meiner Sicht gibt es 5 Kernthemen an der Stelle, um dort erfolgreich zu sein. Und alle sind gleichwertig. Das ist wie so eine Kette. Das schwächste Glied der Kette bestimmt die Reißfestigkeit. Das heißt, wenn Sie in einem dieser 5 Faktoren eine Schwäche haben, bestimmt die das Gesamtergebnis. Es geht also einmal um das Thema Strategie. Also Strategie, damit ist gemeint, sollten Sie lieber über Neukunden wachsen, sollten Sie mehr über Bestandskunden gehen, macht es Sinn, abgesprungene Kunden zurückzuholen? Das ist das Thema Strategie. Sie können ein genialer Verkäufer sein, wenn das strategisch nicht passt, dann wird das nichts. Der zweite Punkt ist verkäuferische Fähigkeiten. Das heißt, sind Sie in der Lage, einen Termin zu vereinbaren mit einem potenziellen Kunden? Sind Sie in der Lage, den dann zu überzeugen? Das ist verkäuferische Fähigkeiten. Dann haben wir Methoden, nämlich mit welchen Methoden akquirieren Sie neue Kunden? Also Sie können Mailings verschicken, Sie gehen möglicherweise auf Messen, Sie machen Telefonakquise, Sie machen Kaltbesuche, was auch immer Sie da machen. Eine Dame ist hier, die verkauft Buswerbung, auch das könnte funktionieren. Das sind die einzelnen Methoden. Dann haben wir das Thema Zeit- und Selbstmanagement, Zeit- und Zielmanagement. Sie können auch hier ein begnadeter Verkäufer sein, wenn Sie sich nicht richtig organisieren, wenn Sie nie die PS auf die Straße bringen. Also Sie brauchen an der Stelle wirklich auch ein gutes Selbstmanagement. Ist übrigens heute nicht unser Thema. Und dann der letzte Punkt, wobei der schwingt immer mit, das ist Ihre eigene Einstellung. Also die Frage, wollen Sie wirklich? Ist das ein Job, den Sie nur machen? Oder machen Sie das mit Leidenschaft? Wie sehr stehen Sie dahinter? Aber die Einstellung schwingt immer mit, gerade in der Neukundenakquise. Schauen Sie, ein Pferd merkt dem Springreiter an, ob der sich ein Hindernis zutraut oder nicht. Das Pferd spürt das und im Zweifel verweigert das Tier. Ein Hund merkt beim Postboten, ob der Angst hat oder nicht und dementsprechend beißt der Hund oder eben nicht. Und wir alle sind auch Kunden und wir spüren sofort, ob ein Verkäufer es ernst meint mit uns oder er nicht. Und dann kaufen wir oder wir kaufen eher nicht an der Stelle.